der Saisonendspurt. Er führt uns in den Kraichgau, ganz genauer gesagt zur TSG Hoffenheim. Und die TSG Hoffenheim, das ist auch ein bekannter Name im Spielplan unserer SV Elversberg. Jahrelang gab es hier die Duelle schon in der Regionalliga Südwest. Heute ist die TSG eine feste Größe im Fußball-Oberhaus in der Fußball-Bundesliga. Auf dem Spielplan steht deshalb noch eine 2 hinten dran. TSG Hoffenheim 2 gegen unsere SV Elversberg. Hieß es auch heute in der Endphase der Regionalliga Südwest. Und wie auch im Hinspiel an der Kaiserlinde, da gab es einen 2-Tore-Unterschied und am Schluss ein 4-2 für das Team von Horst Steffen. Und auch heute waren es 2 Tore mehr auf dem Konto der SV Elversberg. 2-0 heißt es dann also nach 90 Minuten hier im Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim. Till Hust hat sich nach der Partie wieder mit unseren Jungs und mit unserem Trainer ausgetauscht. Wir wünschen euch deshalb zu dieser Folge TV11 Nachschuss. Viel Spaß! Ja, Horst, 2-0 Sieg auswärts bei der TSG Hoffenheim 2. 2-0 am Ende, 2 schöne Tore, ein überzeugender Sieg. Tabellenplatz 2 verteidigt, 8. Sieg in Folge, Rückrundenrekord. Es läuft, oder? Ja, es läuft. Ja, wir haben das uns erarbeitet, muss man auch ganz klar sagen. Die Mannschaft hat eine Menge tun müssen, um den 2-0 Sieg hier einzufahren. Das haben wir gut gemacht. Wir haben enorm verteidigt, was die Jungs gelaufen sind und hinten auch rausgehauen haben, immer wieder Lücken geschlossen, immer wieder sich in Schüsse geworfen und Flanken in Flanken reingeschmissen. Das ist toll verteidigt und klar, wenn du 2-0 führst und der Gegner drückt und lässt viele Leute vorne, dürfen wir noch ein bisschen besser kontern, dann ist vielleicht etwas früher der Deckel drauf und wir können etwas entspannter sein. Aber ja, im Grunde von den Chancen, muss man ganz klar sagen, hatten wir die besseren und der Gegner relativ wenig. Ich kann mich an kaum eine richtig torgefährliche Situation erinnern. Trotzdem war immer irgendwie Gefahr da über Standards, über Flanken, die sie reingegeben haben. Deshalb Hut ab vor den Jungs, die das gut verteidigt haben. Man sieht den Lauf ja nicht nur in der Tabelle, man sieht ihn auch auf dem Platz. Was macht die Mannschaft derzeit so stark? Ja, es ist so, dass wir wirklich sauber verteidigen, muss man ganz klar sagen, und unsere Chancen dann auch konsequent nutzen. Also wir haben ein bisschen mehr Räume, dadurch vielleicht ein bisschen mehr Vorbereitung im Torabschluss. Deshalb ja, treffen die Jungs ganz gut, darf so weitergehen, toi toi toi, das soll so sein. Und dementsprechend dann mit einem Vorsprung auch ein weiteres Spiel zu machen, ist auch ganz gut. 4 Spiele bleiben noch, nächste Woche daheim gegen Barling. Bock auf diese 12 ausstehenden Punkte? Ja, ich habe grundsätzlich Bock, alle Spiele zu gewinnen. Das ist, glaube ich, so die Grundidee von mir und von den Jungs auch. Sonst würden sie nicht Leistungssport machen. Ja, von mir aus darf es so weitergehen bis zum Ende. Und Pokalsieg obendrauf wäre natürlich super. Vielen Dank. Gerne. Ja, jetzt bei mir Kevin Konrads. Herzlichen Glückwunsch zum 2-0-Sieg hier in Hoffenheim. War das heute eine schöne Rückkehr an alte Wirkungsstätte? Ja, es ist grundsätzlich immer eine schöne Rückkehr hierher. Im Waldorf schon hier gespielt, jetzt nochmal. Nee, macht immer Spaß und natürlich, wenn man gewinnt, tut mir natürlich leid für die Jungs, die ich hier noch kenne. Aber natürlich genieße ich den Sieg. Es war ja das Duell des Tabellenzweiten gegen den 14. Wie hast du das heute auf dem Platz wahrgenommen? Hoffenheim konnte ja auch nicht mehr absteigen. Trotzdem war es ja gerade in der ersten Halbzeit ein sehr intensives Spiel. Ja, ich denke, das waren intensive 90 Minuten sogar, also gerade zum Schluss. Wenn man sieht, was sie für einen Powerfußball noch geboten haben. Ja, ich denke, da die Tabellensituation Platz 2 gegen Platz 14 kann man nicht so sehen. Also ich denke, die Jungs, die da auf dem Acker standen heute bei Hoffenheim, die sind eigentlich ein paar Plätze besser. Deswegen war das heute absolut ein Spiel auf Augenhöhe. Aber wir haben halt die Chancen einfach genutzt. Haben die Chancen einfach genutzt und dann relativ früh eigentlich auch schon 2-0 geführt. Das hat uns natürlich in die Karten gespielt. Das war jetzt der 8. Sieg in Folge. Warum ist die Mannschaft derzeit so konstant? Ja, das, wenn ich wüsste, dann hätten wir es schon früher umgestellt. Ich denke, dass wir einfach stabiler sind im Tor verteidigen. Wir lassen weniger zu als noch in der Hinrunde. Und dass wir die Qualität haben, Tore zu schießen, ich denke, das ist jedem bekannt. Und ja, das ist einfach, wenn wir länger die Null halten können, dann schießen wir immer mal eins. Die Saison neigt sich ja langsam so dem Ende entgegen. 4 Spiele bleiben noch plus Saarland-Pokalfinale. Was habt ihr denn noch so vor? Ja, dadurch, dass die Tabellensituation jetzt eigentlich so ist, dass Freiburg mehr oder weniger weg ist, wollen wir jetzt für uns einfach noch jedes Spiel gewinnen. Und natürlich den Saarland-Pokal, den wollen wir holen. Vielen Dank. Ja, Sinan, 2-0 auswärts gegen die TSG Hoffenheim. Was war denn heute das Erfolgsrezept in deinen Augen? Boah, ja gut, ich denke, wir haben heute gut verteidigt. Wir haben ein gutes Kombinationsspiel gehabt, erste Halbzeit.
frühe Tore gemacht, gute Tore gemacht. Zweite Halbzeit wurde es dann sichtlich anstrengender, aber wir standen weiter konstant gut und haben nichts zugelassen. Aufgefallen ist auch dieses schöne Kurzpassspiel und die Bewegung nach vorne in die Offensive. Trainiert ihr das auch im Training, dieses Kurzpassspiel? Ja, na klar. Also wir trainieren alles im Training. Aber ich muss auch sagen, der Platz kam uns zugute heute. War ein schöner Platz. Man freut sich mal, auf so einem Rasen zu spielen. Und ja, ich denke, das haben wir gesehen, dass es dann auch schnell gehen kann, dass wir die Qualität haben und so auch zu unseren Chancen kommen. Wie blickst du nächste Woche voraus auf Barling daheim? Ja, ich denke, wir wollen einfach so weitermachen, unsere Serie fortsetzen. Wir geben Vollgas. Ja. Geben wir Vollgas nächste Woche. Vielen Dank, dass du noch gekommen bist. Vielen Dank. Bitteschön.